Einfach ein Knife, gerne so ein M9 Bayonet Lore und dann... Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zum zweiten Video auf Zero Skins Try Your Luck. Wir gamblen wieder ordentlich rein. Bedenkt aber bitte, die ganze Sache ist ab 18 ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du Suchtberatung brauchst, öffne die Videobeschreibung und dort findest du den Link zu einer Suchtberatungsstelle. Nicht genieren, draufklicken, bumm. Wenn man gambelt, dann verantwortungsvoll oder eben mit den Funds vom Seitenbesitzer. Also Leute, wir legen los mit der Gambling-Geschichte. Euer Feedback hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die wunderschönen Nachrichten und generell, wie das Video eben bei euch ankam. Ich habe von euch jetzt ein paar Vorschläge an Kisten bekommen, die ich öffnen soll und die gehe ich gerne an. Achso, noch ganz kurz wegen dem Giveaway. Ich habe ja von euch Feedback bekommen. Ihr habt hier reingedödelt und habt mir gesagt, wie man diese Seite und auch mein Giveaway am besten eben benutzt. Und zwar wie folgt. Man meldet sich auf der Seite kostenlos an, logisch, einfach nur mit E-Mail und Passwort. Ihr müsst hier nicht euren Steam-Account oder sonstiges verlinken. Dann geht ihr in meinen Room rein. Entweder gebt ihr hier einfach Bubble ein oder ihr geht hier auf Join Room und gebt dann Bubble ein. Dann seid ihr drin. Und dann habt ihr die Chance, hier was zu snacken. Ja? Total Value $51. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr bekommt zum Beispiel den fetten Preis und gewinnt hier diese wunderbare AK. Dann könnt ihr mit dieser AK einfach weiter gamblen, also die AK hier verkaufen und dann mit diesen, was waren $46 oder sowas, hier weiter daddeln. Oder ihr zahlt die aus. Wenn ihr auszahlen wollt, und das ist wirklich wichtig, dann müsst ihr 2,52 € Minimum einbezahlen. Das habe ich letztes Mal nicht gesagt, weil ich es nicht wusste. Jetzt weiß ich's. Wie man einzahlt, habe ich euch ja schon gezeigt. Generell sieht man alle Dinge, die gesamte Erklärung zur Seite im letzten Video, das ich hier verlinke. Also wenn euch irgendwelche Fragen im Kopf herumschwirren, fragt mich einfach hier unter dem Video oder schaut im letzten nach. Ihr geht auf Deposit, klar, ne? Und könnt dann hier eben das Geld aufladen. Ihr könnt hier einen eigenen Betrag einstellen. Das wären dann eben diese 2,52 €, wie man hier auch sieht, ne? Dann gebt ihr hier eine E-Mail-Adresse ein. Gmail geht gut durch. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier und hier müsst ihr eben aussuchen, wie ihr bezahlen wollt. Mit Klarna, das kennen wahrscheinlich einige, wenn man online eben am Rumshoppen ist. Giropay, Zahlung mit Handy oder Mint. Gretel hat für uns gestern... Gretel, was hast du gestern getestet? Giropay? Gretel meinte, seine Bank hat das irgendwie... Es ging so einfach über die Bank. Ich nehme an, dass es Giropay war. Und schon könnt ihr auszahlen. Ich weiß, dass wahrscheinlich jeder von euch das schon wusste, dass man bei Gambling-Seiten auch einmal Geld einzahlen muss, einen gewissen Betrag, um... überhaupt auscashen zu können, aber ich wusste das nicht, weil ich ja halt sonst nie gegambelt habe, das wisst ihr ja. Und wenn, dann halt nur als Partner und da war der Schritt für mich nicht notwendig. Ihr könnt natürlich auch Items depositen, ne? Das wisst ihr ja über Shadowpay. So, also wie gesagt, kommt einfach ins Giveaway rein, würde mich freuen, wenn ihr reindaddelt. So, jetzt wird aber reingeschisselt. Wir drücken uns jetzt erstmal ein bisschen bei den Cases rum. Ihr habt mir, wie gesagt, einige Vorschläge geschickt und danach will ich bei den Secret Explorations noch ein bisschen reingucken, weil da habe ich letztes Mal das meiste Glück gehabt. Ich weiß, dass bei den Cases es diese zwei lauten Stimmen gibt. Einmal, mach die ganz großen auf, weil die sind am spannendsten. Ja, mach so ein Ding auf. Hey, hey. Und andere sagen, nicht jeder kommt mit $400 ran, sondern es gibt auch welche, die wollen halt mit einem Zehner gucken, was so geht. Ne? Und mach mal die kleinen Sachen auf. Ich werde heute beides zeigen, auch wenn ich mich vielleicht bei den ganz kleinen Dingen nicht so extrem lange rumdrücken werde. Aber es wird natürlich auch gezeigt, logisch. Oder oben etwas Fettes gewonnen. Oh, 498%. Das mache ich jetzt auch. Sorry, Leute, heute kein GTA. Das muss ich jetzt ganz kurz hier mal machen. Zum Start direkt viermal die Icarus Fell oder was? Duck, give me the news. Oh mein Gott, habe ich den Ton an? Ah, wir werden uns gleich erschrecken, wenn... irgendwas kommt, egal was kommt. Ihr wisst ja, es ist immer so, hey, gelb. Oh. Ah. Ist ganz schön laut. Und ab dafür. Und alle so, ja, stabiler Anfang, hast du gut gezogen. Komm, setz dich zur Ruhe. Ich gehe einfach jetzt die ganze Liste durch und wir dödeln mal in jede rein. Wir haben hier einmal eine Main Weapon Suit Case, die sich gewünscht wurde. Ich mache eine auf und wenn ich even rausgehe oder mehr habe, dann mache ich zwei auf einmal auf. Und wenn da das Gleiche passiert, mache ich drei auf. Und wenn ich direkt verliere, dann weine ich. Ja, okay. Ich würde ein goldenes Ding nehmen. Hä? Warte! Hey! Ich würde sagen... Get it on! Nicht rauchen übrigens. Rauchen ist ungesund. Das ist eine Schokoladenzigarre. Nee, ist es nicht. Aber trotzdem. Ja, put ich mal in Backpack, ne? Also das ist natürlich lecker. Und ihr wisst, was ich gesagt habe. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Komm schon, Vater, ihr braucht neue Schuhe. Please! Oh, das gibt Crocs! Shit. Des Weiteren wurde sich die Glove Knife Case gewünscht. Hier mache ich es genauso. Wir machen eine auf, gucken, was so geht. Ne? An sich ja eigentlich recht lecker. Recht, sage ich. Mit Recht, glaube ich, denn ja, so eine Torke. Mir gefällt der Skin zwar, aber für $15. Pff, weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, eine ist schon mal gut. Eine ist schon mal gut. Ja. Komm.
Eine Kordel, wie geil! Müssen wir wohl zwei aufmachen. Denkt bitte dran, das ist nicht mein Geld. Wisst ihr was? Egal was Sanse gesagt hat, das hat auf jeden Fall Lack gebracht, Skip Animation. Nee, umdrehen hat Sanse gemeint, bringt keinen Lack. Ja, ich drehe mich jetzt nicht um. Sanse, ich guck jetzt dahin, Achtung. €4,50, Leute, ich werd kurzatmig. Ich glaube, die drei machen's. Ich mach die Animation wieder an und dreh mich um, weil's doch Glück bringt, Sanse. Hör auf, so Lügen zu verbreiten, das ist wirklich dreist. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte. Da ist wunderbar was Gutes. Okay. €4,77. Ich habe meinen Lack mit dem einen Zug direkt aufgebraucht. Sie gucken mich an und denken sich, was ein Lappen. Aber ich habe nicht drei Nitros. Achso, doch, habe ich ja. Shit! Habe ich ja wirklich. Aber ich will der Kiste schon nochmal eine Chance geben. Also ich glaube, mit dem 15erle, kann man da schon nochmal eine aufmachen. Get it, bro, get it. Wenn man den rechten Zeigefinger ins rechte Nasenloch führt, dann verliert... Die Mangroven sind's einfach. Backpack, put in the backpack, Alter. Zum Mitnehmen. Die haben mir ganz schön Glück gebracht, Leute. Also, jetzt mal ganz kurz. Nehmen sie mir nicht. Warte mal. Insgesamt nicht so, ne? Wie viel hatte ich? Wie viel Geld hatte ich? Ich kann nicht rechnen. $182 plus $222 sind dann nach Adam Riese $404. Sodele. Aus der Glove Knife Case auch Gloves gezogen. Also, pff. Dann gibt's hier noch eine reine Knife Case, wurde mir gesagt. Da steht einfach nur Knife im Namen. Da ist sie. $37. Geil. Same procedure as every new case, James. Wenn ich hier even oder plus rausgehe direkt am Anfang, verdoppel ich den Knöterich einfach. Wenn nicht, dann weiß ich's nicht. Let's go. Einfach ein Knife, gerne so ein M9 Bayonet Lore und dann... Oh! Da muss ich doch machen. Also das war ja wohl absolut knapp. Da hat mir die Seite doch schon suggeriert. Das kriegst du jetzt. Komm noch mal noch einmal, das kriegst du jetzt. Ich hol mir kurz das Lore ab. Dann gehen wir auf die nächste Case, ja, und dann mache ich Urlaub auf Mallorca. Ja. Das ist sehr gut. Mhm. Okay, wisst ihr was? Ich mach's noch einmal. Aber wenn wir da nichts rauskriegen jetzt, dann gucke ich die Case nie wieder an. Ich trinke meinen Schluck, es bringt immer Glück. Wer hat mir der Piss in die Flasche gemacht? Gut, es wurde sich dann noch eine Neo-Noir-Case gewünscht. Und zwar die 20% Chance auf einen Neo-Noir-Skin. Der wird natürlich immer wieder gerne, hoppala, immer wieder gerne genommen. Und deswegen machen wir hier direkt. Sollen wir einfach mal großzügig sein? Wir machen drei, komm. Weißt du, was soll ich mit so vielen Neo-Noir-Skins machen? Komm. Einfach mal wieder gönnen, würde ich einfach mal so sagen. Mit 15 rein, mit 23 raus, das ist nicht schlecht. Die legen wir uns mal vorsichtshalber ab. Die Case Hardened ist sweet, mal wieder ein Glove Giveaway wäre aber auch nice. USPS Neo Noir. Also die hat uns schon Gutes getan. Da können wir eigentlich nochmal zwei aufmachen. Einfach weil wir Bros sind. Gib nochmal raus. Ich trinke jetzt nochmal aus meinem absoluten Lackfläschchen. So viel Lack, das da drin ist. Wahnsinn. Na gut, die Flasche schmeiße ich weg. Und die letzte Case, die ihr euch gewünscht habt, ist die Asimov Case für $14 pro Öffnung. Und hier sind halt ganz viele Asimoffeln drin. Hier gehen wir natürlich auch, als das alte Kamuffel, das ich nun mal bin, auf drei Kistenziehungen und öffnen das jetzt. Sodele. Und da ist bestimmt ein Profitelchen drin, oder nicht? Ich weiß nicht, wie viele rauskommen müssten, dass da Profit drin ist. Was ist die Pistole wert? Oh, Leute. Komm. Ganz knappes Profitelchen hier. Auf komm, gib uns zumindest einen guten. Ich nehme eine AWP, ist in Ordnung. Zero Skins, bist echt ein edler Kerl. Schade. Aber wieder Plus. Soll ich jetzt eine behalten? Guck mal, ich behalte eine. Ich zähl die und zähl wieder. Oh Gott, das ist so laut. So unglaublich laut. Ich muss hier leiser machen. Das geht nicht. So, Dille, jetzt werde ich das Bedürfnis derer stellen, die sagen, hey, zeig mal die kleineren Cases, weil wir können nicht rein mit Hunderten von Dollar. Und das mache ich auch gerne. Grundsätzlich ist der Reiter für euch dann hier dieser Silver Elite Master Reiter. Wenn ihr sagt, hey, ich will hier einen Fünfer reinladen und mal gucken, wie es so läuft, dann kann ich euch natürlich das hier am ehesten empfehlen, würde ich sagen, weil man sich ja zumindest vielleicht über Wasser halten kann. Ich will es gar nicht beschreien. Ich mache jetzt hier jede von denen mal auf, immer fünfmal und wir schauen, was so geht. Wir gehen für $4,50 rein und glotzen einfach mal. Wir glotzen einfach mal drauf.
Also es dreht sich, lautlos, herrlich. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwas Gelbes mit dabei ist. Nein. Es ist immerhin die hier mit dabei. Naja, gut. Also wir sind jetzt nicht komplett abgestürzt, aber schon. Es sind hier, wie gesagt, die Silver Elite Master Cases. Hier haben wir die, ich glaube, günstigste Case auf der gesamten Seite für 45 Cent. $2,25 stecken wir rein. Was bei rumkommen kann, wenn man dann hier sowas Schickes zieht, ist natürlich nice. Aber ja, die Betonung liegt wie immer auf wenn. Wie heißt der Spruch? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre der Bauer Millionär. Obwohl ich doch einige gut betuchte Bauern kenne. Guck mal da. 1,36 kriegen wir zurück. Also wir gehen hier auch wieder nicht komplett broke. Nicht 100% auf den Hintern gefallen. Aber trotzdem geht man hier Stück für Stück ins Minus. Ich mache trotzdem nochmal einmal hier die ganze Chose auf. Ach, und da oben sieht man jetzt unser plus 26% Dingens. Ah, da haben wir eine goldene rausgesnackt. Oh, guck mal. Guck einmal da. Jetzt sind wir sogar mit einem Plus rausgegangen. Halt optimal für die, die, ja, Spaß am Gamblen haben, natürlich sich unter Kontrolle haben, selbstverständlich, ne, dass ihr euer Geld nicht rausschmeißt und euch eben auch diesbezüglich unter Kontrolle habt, das ist ganz klar. Wenn man einfach nur Fun am Gambling hat, dann sind diese Cases hier bei den Silver-Dingens sicherlich eine sweete Sache, wenn man halt auch wenig einzahlt. Also ich habe euch ja schon erzählt, Spelling und ich, wir sind gerade vor Corona gerne mal gamble gegangen im Casino. Und da haben wir jeder unsere 10, 20 Euro, 25 Euro mit reingenommen. Und wussten halt genau, das ist jetzt das Geld, das wir hier zur Verfügung haben. Wenn es weg ist, ist es weg. Wir machen uns einfach einen schönen Abend. Da sitzt man auch nicht ewig mit dem bisschen Geld, außer man hat ein bisschen Glück. Aber ja, wir sitzen halt, oh Gottes Willen, das sah echt nicht schlecht aus. Da ist Knives drin, what? Das fällt mir jetzt erst auf. Da haben wir uns halt in den Casino reingesetzt. Vor Corona hast du da Getränke kostenlos bekommen. Und auch Essen, manchmal. Also Gutzel und so Kleinigkeiten sowieso. Auch hier, wie heißt dieser, dieser Salami-Snack? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst schon, so eine große Marke, die mit B anfängt und nach der ich angeblich rieche. Haben wir uns da immer eine schöne Zeit gemacht. Einfach reingegambelt und Spaß gehabt. Wir sind eigentlich immer Bruch gegangen und wir haben auch bis null runtergespielt. Dann wirklich bis zu dem letzten Cent und das war's. Keiner von uns beiden ist jemand, der irgendwie an den Geldautomat gerannt wäre, um noch mehr reinzudaddeln, ja? Auf gar keinen Fall. Und so muss man, wenn man gambelt, die Sache angehen. Wir haben da Leute gesehen, das war die wahre Pracht. Also die saßen dann da, oftmals Rentner, und die haben manchmal an mehreren Maschinen gespielt. Du kannst ja eine Automatik einstellen. Da wird das Geld einfach wortwörtlich verbrannt. Oh, da könnte... $10! Na also, Leute, na also. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast es gemacht hier, ne? Und bist rein mit 5 und holst allein aus diesem Ding hier 10 raus. Leute, dann cash das aus. Oder cash zumindest die 2 hier aus. Nicht immer weiter, immer weiter, immer höher und sowas, ne. So, und die letzte Silver-Case ist die Hoodwink-Case. Hier sind sogar Handschuhe drin. So wie ich mich kenne, ziehe ich die jetzt direkt beim First Try. Na klar, $4,60 reingecashed. Was kriege ich raus? Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, hier ist die Chance nur bei 3%, dass du hier irgendwas Goldenes bekommst. Da war diese Knife-Geschichte eigentlich schon sweeter, würde ich sagen. Alter, 111% plus gemacht. Leute, es bricht langsam ab, ja. Guck mal hier, guck nur mal auf die Chancen, während ich eine aufmache. 1% auf das hier. 9% auf das hier und 90% auf das hier. Da ist diese andere Knife-Sache. Die andere Knife-Sache deutlich sweeter. Du fühlst dich durch. Oh, Monsieur! Oh, da war ich aber ziemlich nah dran. Ihr müsst halt echt immer erstmal auf die Chancen gucken. Habt die schön an, ja? Weil dann seht ihr halt direkt, wie der Hase so läuft. Und wie gesagt, alleine bei der anderen, da habe ich 5% und nicht 1%, um was Schickes zu bekommen. Hier ist eine Recommended für $1. Also Leute, wenn mir die Seite die vorschlägt, dann kann es ja nur gut sein. Na? Come on. Du siehst 1000 Jahre nur Gold und am Schluss nur Blau. Komm noch einmal. Zumindest ein goldenes Feld bei 5. Die 10% schlagen zu und zwar genau bei diesem Roll. Ich guck nur euch an. Da ist ein goldenes. Die ist aber glaube ich nicht so gut. Naja, gut, komm, wir gehen zur Secret Exploration, denn letztes Mal war das ziemlich gnädig zu mir. Den Rest kennt ihr schon. Ne? Also Lucky Items kann man sich einfach dann die Sachen direkt kaufen. Dota Cases, Giveaways habe ich euch vorhin gezeigt. Lucky Rank ist dein täglicher Rank oder der tägliche Rank, wo du irgendwelche Dinge bekommst. Dann gehen wir auf Secret Exploration und beginnen hier direkt mit der ersten Asimov Exploration. Also jetzt hier am Anfang mache ich einfach alle 5 auf. Und je nachdem, was bei rumkommt, werde ich danach nur noch einzeln durchklicken. Nett, oder? 27,84 rausgeholt, 17 gezahlt, $10 plus. Da können wir uns schon nochmal ins nächste Level reinmachen. Auf, wir brauchen die hier, damit wir ins nächste Level kommen. Da ist sie. Ich
verkaufe jetzt den Kram. Ich weiß gerade nicht genau. Ich glaube, wenn ich die auch verkaufen würde, dann wäre das weg. Die behalten wir. Wir upgraden ins nächste Level. Oder habe ich die im Backpack? Die ist weg, oder? Nee, ich gehe hier noch einmal rein. Und wir gucken, ob wir Lack haben, um direkt... 25 Leute. Habe ich jetzt mit jedem Zug, wenn ich immer verkauft hätte, Plus gemacht? Ja, oder? Im Moment können wir uns ganz gut auf den 100 halten. Also gehen wir noch einmal rein. Auf, gib mir die... Oh, das tat jetzt richtig weh, wirklich. Das tat jetzt... Wir machen nochmal die zwei. Oh. Eben noch so gefreut. Hey, wir machen immer Plus. Komm, ich mach die noch auf. Ich gehe ins nächste Level. Und jetzt gucke ich, ob ich die habe im Backpack. Ich hab sie hier! Das heißt, du kannst halt trotzdem ins nächste Level und die verkaufen. Also ich mache jetzt noch einmal volle Pulle alles auf. Aber ich rieche die Groundwater schon auf 1000 Kilometer, kann ich die riechen. Scheiße. Alle guten Dinge sind drei. Eins, zwei, und jetzt nehme ich das, um meinen Lack zu verarschen. Drei. Der hat mich auch verarscht! Und dann gibt's noch die kleine und die große für 15. Aber die kostet einfach 15, ne? Uff. Da klicke ich mich hier einmal in die Mitte rein und gucke, was rauskommt. Hui, jetzt weiß ich halt nicht, ob ich die behalten soll. Oder nicht. Ich behalte die. Warte mal, wir gehen mal noch kurz hier rein. Ach, das wird doch wieder ein Groundwater Run hoch 10. Gut. Ich putte die alle, aber ich mache hier nicht weiter. Bis auf die Mitte. Goldene Mitte ist es. Nope. Wir gehen mal auf Skeleton. Komm, wir haben direkt nächste Level. Bitte. Wir geben 5 Dollar aus und kriegen raus. 3,94 Dollar. Das sieht schlecht aus, meine Damen und Herren. Das sieht sehr schlecht aus. Komm, noch einmal. Auf. War wieder ein kleines Plus. Auf. Wir müssen uns da rausschaffen aus dem... Schon wieder ein kleines Minus. Wir laufen einfach immer weiter gegen Null. Schon wieder ein bisschen hoch, Leute. Es ist ein steiniger Weg, aber wir können es hinkriegen. Wir können es hinkriegen. Auf. Jetzt mach doch wenigstens mal das nächste Level. Mach dich rein. Auf jetzt. Oh. Ja, immerhin. Da ist das Knife. Das haben wir letztes Mal gewonnen. Das Stiletto-Knife habe ich letztes Mal bekommen. Leute, ich mach's jetzt bis zum bitteren Ende. Mach ich. Wir gehen rein. Also wir sind jetzt beim Skeleton. Es kann jetzt kommen. Komm. Auf, Knife. Oh Gott. Vielleicht letzter Move. Das war der letzte Move. Gut, ja, das war's. Ich mache jetzt noch hier einmal die hier. Small Wonder, los geht's. Und machen das halt wieder runter auf Null. Oh, das war jetzt aber wirklich ganz frech. Ah, da fällt mir ein, wir können doch noch was mit den 39 Cent machen. Und zwar bei den Lucky Items können wir eigentlich. Ja, genau, vielleicht. Wenn wir da was ganz Günstiges finden. Ja, kann man hier nochmal auch mit so einem Kleinstbetrag reindaddeln. Ich habe letztes Mal schon vorgestellt, man kann hier sich die Chance praktisch selbst einstellen. Dadurch erhöht sich der Preis, den man bezahlt. Und dann kriegt man halt das Teil vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Die höchste Chance, die wir uns leisten können, 7%. Ja, hauen wir rein. Das ist jetzt halt so ultimativ hardcore-tödlich irgendwie. Yay. 2 Cent. Jetzt probiere ich einfach mal diese hier aus, beziehungsweise, wartet ganz kurz, wegen dem Benefit Center, ob ich heute vielleicht doch noch Coins irgendwie snacken kann oder konnte. Aber ich glaube nicht. Hier im Task, kann ich mir die, das habe ich schon gemacht, ne? Und jetzt schnell die App laden wegen den paar Coins, die man da vielleicht bekommt, ist auch eher weniger meine Tour. Gut, naja, zu guter Letzt kommt wieder die Auszahlung. Ich habe ja vorhin schon durchblicken lassen, dass ich gerne mal wieder Handschuhchen in dem Giveaway raushauen würde. Das hier sind jetzt diese Hydra Gloves Mangrove in Field Tested, die ich gerne verkloppen wollen würde. Ich klicke drauf, könnte sie verkaufen für 68,30 oder eben withdrawn. Das mache ich jetzt auch. Los geht's. Ich bin mit Guschel schon... Okay. Es ist schon wieder durchgerannt. Es ist echt flott. Achtung, ich mache jetzt hier keine Schnitte. Ich mache hier kurz den hier. Und jetzt gucken wir ganz kurz, wann Steam das fertig macht. Beziehungsweise, ich sehe ja hier, wann sie den Trade losschicken. Also letztes Mal war es zumindest so, dass dann hier irgendwann so ein Go kam. Ich muss jetzt halt die ganze Zeit reden, dass ich hier keinen Schnitt reinmache. Gut, ihr seht ja hier Processing. Das kann ich euch ja anzeigen, falls ich einen Schnitt mache. Ich will das nicht unnötig in Länge ziehen hier. Oh. Gerade fertig geworden. 36 Sekunden. Vielleicht 35. Achtung, ich geh rüber. Und F5. Wow! Hier ist schon der Trade von Monsieur. Und wir könnten jetzt auch überprüfen, ne, mit den Daten, die da standen, wann derjenige bei Steam beigetreten ist. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich darauf vertraue, dass es ein richtiger Bötterich von denen ist. Und ich nehme den Trade an. Und, Achtung, der Trade ist Gustoletti. Monsieur Rabetti. Da ist er.
das werde ich jetzt einfach mal heiden und hier gehen die Props wieder raus an Zero Skins. Also das ist flott. Beide Daumen sind von meiner Seite aus wieder nach oben gedrückt. Guckt es euch wie gesagt an. Ich freue mich, wenn ihr euch hier anmeldet und meinen Code benutzt, diesen Bubbler Promotion Code. Ne? Wie gesagt, bei Giveaways hier oben einfach Bubbler eingeben, beziehungsweise eben einfach, ich kann meinen eigenen Code nicht benutzen, hier oben auf Stream Room klicken und dann eben meinem Room joinen, den ihr hier direkt findet. Ne? Join Room, Bubbler eingeben und dann seid ihr drin. Hier sieht man die bereits reingejoinken. Da kann ich unter anderem Nasty, Krockel, Babo Phoenix und Co. sehen, was mich sehr, sehr freut. Vielen, vielen Dank. Zum Ende hier wieder ein großes Dankeschön an alle, die hier zugeschaut haben, Kommentare und Likes reingeballert haben und natürlich auch ein großes Dankeschön Richtung Zero Skins, dass ihr mir diese Partnerschaft ermöglicht habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video und heute im Livestream, meine Damen und Herren. 18 Uhr geht's los, kommt da ran. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.